Es gibt mittlerweile tausende von krassen Maps in Fortnite und es kommen jeden Tag neue dazu. Doch unter all dem ganzen Gold steckt auch ziemlich viel Mist, Freunde, und den werden wir heute rausfiltern. Denn wir werden von 1-Sterne-Maps bis zu 5-Sterne-Maps alles testen und schauen, wie krass eigentlich Fortnite sein kann. Deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo wäre auch nice, Freunde, und jetzt starten wir rein ins Video. Hier sind wir auch schon, Freunde. Einfach hier im Kreativzentrum. Ihr seht schon, hier sind tausende Maps drumherum. Aber hier werden wir keine 1-Sterne-Map finden, Freunde. Ich habe mal eine rausgesucht. Ich bin selber noch nicht reingegangen. Mir wurde einfach nur gesagt, die ist absolut kacke. Und man kann sich schon denken, Freunde, Baufight-Maps sind immer die hässlichsten. So, wir starten mal rein in die erste Map, Freunde. Ich habe die noch nicht getestet. Ich weiß nicht. Ich habe nur gesehen, 1 Stern. Bruder, müssen wir testen jetzt. Okay, anscheinend soll das Prop Hunt sein und wir müssten 30 Sekunden warten. Aber bis jetzt sieht das nicht so schlimm aus. Ist das ein Fertiggebäude? Hä? Ist das explodiert? Ah, okay, jetzt können wir durch. Immerhin funktioniert Technik, Digga. Mashallah, Bruder. Für 1 Stern eigentlich gut. Und ich sehe... Bruder, der hat einfach Megamall hingeworfen. Hä? Digga, er wirft einfach Megamall hin. Es ist einfach nur, Freunde, für alle, die es nicht wissen, ein Item, du wirfst es auf den Boden und dann landet das ganze Ding hier. Also er hat wirklich nichts selber gebaut und 1000-mal da einfach seinen Creator-Code hingeschrieben. Bruder, ist das dein Ernst? Wahrscheinlich die meiste Mühe, Digga, war dieser Kaktus, den er hier selber platziert hat. Einfach 3 Stück, man weiß auch nicht warum. Hä, man sieht einfach da hinten die ganze Technik und so. Okay, also Deko und so, gar keinen Sinn. Schön sieht die Map auch nicht aus, Freunde. Ich glaube, wir checken alle, warum das eine 1-Sterne-Map ist, Digga. Einfach so ein Kran, Bruder. Das ist ein Creator-Code. Schreib den doch noch öfter auf deine Map. Ich bin ehrlich, Freunde. Da, guck mal, einfach nochmal Creator-Code. Bruder, ey, an der Stelle benutzt mal Creator-Code Kidmave, Junge. Ich schwöre, wenn ihr den benutzt von dem, ich schlag euch. Ja, und was soll das sein? Hä? Ventilator? Hä? Was soll das sein, Bruder? Ach so, das soll so aussehen, als wäre der Cube so in die Luft geschlagen worden von dem Wind. Kreativ, Bruder. Okay, Freunde, 1-Sterne-Map, Digga, können wir komplett vergessen. Die ist einfach nochmal sein Creator-Code überall, Digga. Du kleiner Hund, Junge. Bruder, ja, mach doch einfach eine Map, wo du nur den Creator-Code sehen kannst und nichts anderes. So, wir gehen in eine andere Map, Freunde. Und da wir bei einer 2-Sterne-Map eigentlich dasselbe Prinzip hätten, es wäre einfach hässlich, es wäre nicht schön, nichts Besonderes, gehen wir mal direkt zu einer 3-Sterne-Map. Eine Map, die eigentlich ziemlich in Ordnung ist, aber es ist einfach nicht vergleichbar mit dem, was wir auf Level 5 sehen werden. Weil da, Freunde, glaubt mir, es ist ein anderes... Gut, Freunde, wir betreten jetzt die 3-Sterne-Map und ihr seht es schon, Digga. Das ist ein Weltenunterschied. Ich muss sagen, ich finde die Map sogar eigentlich nice. Ich würde dir vielleicht sogar 4 geben. Ich weiß nicht, warum sie nur 3 hat. Also irgendeinen Grund muss es hier geben an sich. Eigentlich, Bruder, Hammer. Guck mal, man kann hier laufen, du hast oben eine Zeit und so, Digga. Du musst dich nicht beeilen. Hier so runterrutschen, sliden, dann hast du hier Items. Also bis jetzt, Bruder, ich schwöre, 4 Sterne, Digga. Wer gibt denn hier 3? Wobei, ne, also okay. Was wir gleich auf 4 Sterne haben. Warte, wie kommt man da hoch? Einmal hier. Zack, und dann hier nochmal durch. Oha, Digga, nice. Also auf jeden Fall nice mit dem neuen Parcours-System. Dann da kann man nochmal... Komm, komm, ja, lang, geh doch hoch, Lan. Hä, der geht nicht. Hä? Ja, Bruder, kein Wunder, dass sie 3 Sterne hat, Digga. Warte, das muss ich nochmal testen. So, man kann da nicht hoch. Ah, jetzt, Digga. Oha, Digga, mit richtigem Sprint. Dann bis jetzt, Digga, ich nehme das zurück. Hier kann man auch hochklettern. Digga, super geil. Also wirklich, richtig nice. LOL, hä? LOL, die Türen gehen von selbst auf und zu. Digga, wie kreativ. Und das war's? Okay, also hier ist dann zu Ende, Freunde. Das macht man dann 5-mal. Ja, okay, also eigentlich eine sehr nice Map. Vom Aussehen her ist sie in Ordnung, Digga. Hätte man schöner machen können. So außenrum ist jetzt nicht so beautiful. Aber an sich, Bruder... 3 Sterne, doch, 3 Sterne finde ich gut, Digga. Ein bisschen kurz, aber ist in Ordnung. 3 Sterne gebe ich der Map, Digga. Schreibt mal gerne in die Kommentare, Freunde, wie ihr die ganzen Karten bewertet. Und jetzt kommen wir zur 4-Sterne-Map. Und wie gesagt, selbst die 4-Sterne-Karte ist nichts im Vergleich zu der 5-Sterne. So, Freunde, wir betreten die 4-Sterne-Map. Und ich muss hierzu sagen, die Map ist 3 Jahre alt. Also sie ist wirklich schon ziemlich lange in Fortnite drin. Aber, Digga, sie hat auf jeden Fall die 4 Sterne verdient. Weil alleine, wie das hier alles aussieht, dieser erste Eindruck, Digga. Bruder! Bruder, ich wusste nicht, dass Leute hier auf mich schießen, Digga. What the fuck? Okay, okay. Wir haben auf jeden Fall einiges zu tun hier. Holy shit, vor allem Lautstärke war auf 100%. Ich habe mich oben nochmal erschrocken, Alter. Okay, wir müssen aufpassen. Wir haben hier also mehr Wachen und so. Die schießen alle auf uns. Was ist denn aber das Ziel hier? Okay, da hinten ist ein Pfeil. Wir gehen einfach mal dahin.
Oder keine Ahnung, Alter. Aber man kann schon am Aussehen alleine checken, Freunde, wie nice diese Karte aussieht, Digga. Die ist so, Bruder, diese Schrift da oben, übel nice. Der Roboter hier vorne, zack, wir klatschen mal kurz den hier. Okay, hier liegen auch überall Waffen, die kann man dann mitnehmen wahrscheinlich, um noch mehr zu klatschen. Nice, den haben wir auch. Good job, we're inside Roboland. Ach so, Digga, ich musste die alle zerstören und jetzt kann ich reingehen. Aha, Digga, okay, nächste Aufgabe ist, wir müssen die Objectives zerstören, Freunde. Also hat man hier, Bruder, gebt euch mal diese Transformer da oben, diese ganze Achterbahn, Digga. Wie viele, Bruder, wie krass das alles hier aussieht, Junge. Also es ist auf jeden Fall eine verdiente 4-Sterne-Map, Freunde, wenn man auch noch bedenkt, die ist 3 Jahre alt. Aber das ist, also, Digga, das ist ein Pups, ein Furz im Gegensatz zum nächsten, Digga. Ihr werdet schon selber sehen. Wir müssen auf jeden Fall hier hochgehen. Ich würde sagen, ein Objective machen wir mal kurz. Einfach mal so, um aus Prinzip zu gucken. Ah, okay, das chillt einfach hier und dann kann man das kaputt machen. So, das erste Ding ist jetzt kaputt, Freunde. Mal gucken, was jetzt passiert. Einfach zerstört und dann können wir zum nächsten gehen. Aber von hier oben sehen wir auf jeden Fall ziemlich gut diese Map, Digga. Und die ist echt nice. Mein Bauteam denkt gerade, hä, Bruder, 4 Sterne, hä, da gibt es krassere Sachen. Aber okay, Bauteam, Digga, ihr seid auch heftig, Alter. Ich rede jetzt so von normalen Menschen. Das sieht auf jeden Fall stabil aus. Würde ich aber auch schon sagen, Freunde, kommen wir jetzt gleich direkt schon zum Platz Nummer 5 beziehungsweise zur bestbewertesten Map aller Zeiten, die ich kenne. Und jetzt auch vorab, Freunde, nicht falsch verstehen, es ist eine der besten Maps. Es gibt, glaube ich, alleine von meinem Bauteam mindestens 200 krasse Maps, die einfach 5 Sterne verdient haben. Aber ich nehme jetzt einfach mal die erste, die mir direkt einfällt. Und zwar kommt sie vom lieben Dodo, Freunde. Und ihr seht schon, Bruder, die Map ist so riesig, sie lädt noch nicht mal. Also da hinten muss noch ein bisschen zu Ende laden, Freunde. Und das ist alles, alles selber gebaut. Jedes einzelne Ding hier ist ein einzelner Block, Freunde, und der wurde hier verschieden gedreht, damit es so diese Dinge ergeben kann. Und Bruder, ich weiß nicht, wo ich hingucken soll, ne? Das da hinten lädt immer noch nicht, Digga. Das dauert noch ein bisschen, Alter. Aber das sieht so krass aus, Junge. Hier fliegende Autos, Digga. Und die Autos auch alle selber gebaut. Das sind keine Fertiggebäude. Das sind einzelne kleine Blöcke, die zusammen zu einem Auto gemacht wurden. Ich meine, Freunde, ihr kennt ja wahrscheinlich alle unsere Mördermaps und so Japan-Map. Und diese ganzen Karten, die sind alle von denselben Leuten gebaut. Vor allem Dodo auch immer mit dabei, Digga. Und der baut die heftigsten Sachen. Da kann man so viel labern, wie man möchte, Digga. Aber die sind einfach talentiert, diese Jungs. Muss man einfach zugeben. Wir schauen uns noch eine Karte von Dodo an. Und hier gibt es 4 verschiedene Seiten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Wizard Tower, Digga. Und alleine wie die Bücher hier fliegen und dieses Portal, Digga. Das Portal ist auch überall anders, ne? Hier hast du so ein Portal. Hier hast du so ein Portal, Digga. Tschüss. Hä, fuck. Krass, Alter. Und hier hat man so Schnee. Okay. So, ab ins Wizard Portal, Freunde. Mal gucken, was hier drin ist. So, und hier sind 4 meine Güte, Bruder. Was ist das, Junge? Macht der Junge was anderes außer bauen, Alter? Hier müssen wir jetzt mit dem reden. Also es ist wirklich auch so ein Story-Game. Man muss mit denen labern und so weiter. Und dann hat man jetzt hier ein Labyrinth, was man bewältigen muss. Holy shit, Digga. Ich will mal die anderen Welten sehen. Komme ich hier überhaupt noch raus? Gehen wir mal jetzt hier in MacJack's Castle. Und hier sehen wir... Ja, Bruder, das sieht halt genauso krass aus, ne? Das sieht halt wirklich einfach genauso heftig aus. Hier springen wir so auf Wolken rum in diesem Death Run. Und Bruder, also man fühlt sich wirklich in so einer Magiewelt, Digga. Hier diese Blasen, die so rumschweben. Dann hast du hier die ganze Zeit diese Wolken. Da oben einfach random so ein riesiges Schloss, Digga, was übertrieben heftig aussieht. Ja gut, Freunde, ich glaube, ich muss auch nicht mehr sagen. Ihr wisst, glaube ich, jetzt auch schon, wie krass diese 5-Sterne-Maps sein können. Also vergleicht das mal mit der ersten Karte und vergleicht das mit allen anderen davor. Das kommt auf jeden Fall nicht ran. Und wie gesagt, es gibt noch einige, die wahrscheinlich sogar noch krasser sind, aber ich würde sie alle 5 Sterne einranken. Und deswegen würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns dann morgen wieder bei dem neuen Video. Lasst gerne hier für einen Daumen nach oben da. Macht's gut und haut rein. Ihr könnt übrigens noch hier die nächsten Videos angucken, ne, und abonnieren.